So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV Format. Heute melde ich mich auch mal wieder vor Börsenschluss wieder, denn die Märkte sind sehr volatil und es haben eben wichtige Marken gehalten. Und deswegen jetzt mal so ein Zwischenupdate für die ganzen Setups, die ich im Laufe der letzten anderthalb, 2 Wochen vorgestellt habe. Und im Nachhinein könnten vielleicht bringen auch später einige Analysten genauso diese Charts, die ich schon sozusagen vorbereitet habe, auf dieses Szenario gehofft haben, weil das halt wirklich, sage ich mal, viele Aktien jetzt lehrbuchhaftig Wochenkerzen wahrscheinlich auf das Parkett zaubern, die dann wirklich ein belastbares Tief ausgebildet haben. Fangen wir hier eben auch mit einer Axel Springer mal an. Im Wochenverlauf ging es darunter, genauso wie jetzt hier. Und der Schlusskurs liegt aktuell darüber. Wir haben halt eben noch den Freitag, deswegen im Prinzip den Tag noch nicht vor dem Abend loben. Deswegen in anderthalb Tagen kann die Kerze auch noch mal ganz anders aussehen. Aber einfach nur von der Analysetätigkeit. Es war eben sehr wahrscheinlich, dass dieser Bereich hält, was er im Prinzip jetzt auch noch tut. Und dann sich eben, das wird wahrscheinlich auch eben noch reichen, wenn wer nicht ganz antizyklisch da einsteigen will und daran glauben will, wird natürlich, wenn sich das jetzt so ausbildet und sich die Vergangenheit wiederholt, dann kann man auch jetzt natürlich einsteigen, wenn man davon ausgeht, dass dieses Tief hält. Inwieweit das jetzt wirklich, weil die Börsen sind wirklich halt auch angeschlagen, obwohl es jetzt nach den ganzen Setups und Unterstützungen ist optimal, fast optimal lief die Woche. Klar, Übertreibungsphase ist immer wichtig, um alle aus dem Markt zu kegeln und eben Unsicherheit zu schüren. Aber ja, die Unruhen, sage ich mal, und ja, die ganzen anderen Punkte sind natürlich da und da muss man immer drauf achten noch. Aber jetzt bleiben wir hier bei den Setups, weil ich eben ausschließlich auch nur charttechnisch betrachte und blende meistens alles andere aus. Also hier ist die Springer AG, hier bei der Brenntag AG, genau das gleiche Spielchen im Wochenchart. Und bei der Dürr, hier war eben auch nicht ganz der EMA 200, wie jetzt auch hier eben nicht angelaufen, sondern auch hier leicht drüber. Also wenn es so wäre, wird sich die Geschichte auch wiederholen, dass er bei diesem Fall eben nicht ganz berührt. Bei Continental war ja die Rainbow-Unterkante wichtig. Und da lief es eben auch, wenn man jetzt hier sieht, bevor der Kurs hier genau ranlief, habe ich das Setup ja erstellt, eben auch exakt hin. Also war das auch sozusagen vorhersehbar im Moment. Bei Daimler passt es soweit, liegt da oberhalb im Moment. Und die Bayer AG wurde ja auch unterschiedlich vorgestellt, mal mit dem Limit schon letzte Woche eben, das bei 99,10 lag, das hat hier gegriffen und auch hier, wie man sieht, schön darüber im aktuell. Heidelberg Zement, ob ich jetzt die hier bei JFD vorgestellt habe, jedenfalls auf God Mode, lief halt an die Oberkante, nicht ganz mehr ganz runter, aber dieser Unterstützungsbereich sollte eben auch halten. Und bei den Big Players, allen voran mal eine Facebook. Klar, hier war es ein Stück zu früh, sage ich mal, das Kauflimit. Auf Schlusskursbasis dürfte eben hier der Wert eben auch halten und dann wieder Richtung 100 oder 103 Dollar tendieren. Qualcomm war jetzt kein ganz spezielles, aber hier sah man, dass dieser Wert die letzte Abwärtsbewegung nicht mehr groß mitgemacht hat, dass dieser Bereich eben halten will. Und der kommt halt von 2009 sogar. Also hier wären, der ist nicht ganz so volatil, halt auch ein Nasdaq-Schwergewicht. Konnte also im Endeffekt diesen Bereich verteidigen. Das ist jetzt hier bei diesem Wert definitiv auch ein positives Zeichen. Enger Stopp bei IBM hätte es eher hier oben eben noch halten können oder sollen über der Marke und dann Richtung 150 schon laufen, bricht die. Wäre das nächste Unterstützungsband fällig gewesen, war auch dann fällig und auf Schlusskursbasis hält es. Also hier zack, zack,
dürfte eventuell hier auch ein Muster komplettiert haben und ja, eine Aufwärtsbewegung vielleicht starten. Genauso hier die Ex-Google-Aktie mit schönem Move nach oben und die Amazon, da hat man wirklich tatsächlich hier, habe ich frühzeitig letzte Woche die zwei Limits rausgegeben. Die Limits wurden nur an dem gestrigen Tag auch erreicht und das Tief lag ein paar Cent hier beim zweiten Kauflimit darüber. Also wer hier das mitgemacht hat vom Tief, hätte man ja schon 40 Dollar Gewinn pro Aktie oder in dem Fall fast ja, 8%. Nur noch kurz ein Exkurs, ja, wie ich ja manchmal die Analysen schreibe. Hier habe ich eben in der Analyse halt geschrieben, eher auf Schlusskursbasis halt abwarten. Wer jetzt hier gefolgt hat und den Wert auf Stundenbasis halt abgewartet hat, der konnte nur noch Mini-Zipfel mitnehmen. Und manchmal sind es auch die Werte, ja, wie das hier eben der Fall ist, dass es eben durchrast und da bringt es nichts. Ich habe auch im Chat eben kurz geschrieben, ich handle eben auch gerne halt mindestens mit zwei Positionen, einmal eben direkt rein und wenn sich das eben, ja, kommt eben darauf an, welche Periode, welche Stunden Schlussbasis man nimmt, dann entscheidet man sich entweder dann wirklich die zweite Position dann beim Schlusskurs eventuell einzunehmen oder wenn es absehbar ist, dass das eben bricht oder auch bei dem Fall eigentlich hier oben nicht mehr dann einsteigen, weil das Ziel war eigentlich nur die 30 Dollar, die wurden erreicht mit 30,20 Dollar, da wäre ja das Chance-Risiko-Verhältnis nicht mehr da gewesen. Mit den ganzen Backtests und sowas kann ich auch nicht komplett sagen, was jetzt wirklich immer die ideale Methode ist, aber für mich ist es eher das Twitter-Teil einmal direkt nehmen, ohne auf Schlusskursbasis zu warten und eben die Positionen dann vergrößern, sobald es absehbar ist, dass sich dieses Kaufsignal etabliert. Weil sonst verpasst man eben manchmal die Chancen, aber auch manchmal kommt man, und dann wird man auch unglücklich dann eingestoppt, wenn man nicht auf Schlusskursbasis. Deswegen schenkt sich wahrscheinlich nicht viel, aber eher dann eben die Twitter-Methode. Noch ganz kurz eben zum DAX-Setup, was ich noch vorgestellt habe, hier den Schlusskursbasis eben abwarten bei, ja, bis eben der Bruch dieser Trendlinie eben möglich da war, aber eben signifikant, war eben hier angegeben bei 9.580 rum, 70, ja, würde eher jetzt hier mit Schlusskursbasis also auf dem Xetra-Schluss jetzt aktiviert. Und sollte jetzt Amerika, sieht ja im Moment ja, wie ich die Setups ja präsentiert habe, sehr gut aus, sollte jetzt hier kein negatives Intraday-Reversal kommen, kann eben hier schon der DAX morgen vielleicht sogar direkt zur Eröffnung, ja zur Eröffnung vielleicht eher schlecht, außer Japan macht mal einen 1000%-Move nach oben, eben dann hier dieses Ziel angelaufen werden morgen. Danke fürs Zuhören und bis morgen.